Ich musste jetzt unterbrechen, weil wir haben es 8 Uhr. Und alle, die aus Berlin kommen, wissen es und alle anderen wissen es vielleicht auch. Wir machen um 8 Uhr unsere Schweigeminute. Und wir haben seit einiger Zeit eine schöne Tradition. Wir machen immer einen Kreis. Das wird heute ein bisschen schwierig. Ihr könnt das gerne probieren, aber vielleicht machen wir heute einfach mal eine Kette. Wir haben noch das Peace-Zeichen auf dem Boden, aber ich glaube, das jetzt zu organisieren wird ein bisschen schwierig. Ich würde gerne mit euch schweigen, eine Minute lang, und zwar an den Händen fassen und einfach mal eine Minute still sein. Herr Hörstel, Sie haben gerade gesagt, wir werden die Scheiben einschlagen. Also ich würde euch bitten, das nicht zu tun. Wir rufen hier definitiv... Langsam, ich habe gesagt, wenn die demokratischen und friedlichen Mittel versagen. Und da sind wir noch lange nicht. Lange nicht. Also sorgt dafür, dass wir mehr werden. Wenn wir hier 2 Millionen Leute auf dem Platz sind, schaffen wir das auch friedlich. So, und jetzt würde ich euch bitten, macht einen Kreis, macht eine Kette. Nehmt euch einfach bei den Händen. Ich schaue mal von hier oben, wann das ungefähr fertig ist. Ihr seid großartig, da fängt schon ein Kreis an. Bitte? Ingo hat es im Blick, das ist schön. Hauptsache ist, wir sind einfach mal ein paar Minuten ruhig. Können wir mal die Kette bis hier hochziehen, bitte? Das wäre ganz großartig, wenn ihr die Kette, guck mal, Martin kommt, Mario kommt. Malte, ja, genau, hier können endlich mal ein paar Leute hoch. Wenn Leo hoch will, Anna hoch will, Photon, wenn du hier bist, Sabrina, ihr könnt auch hier hochkommen gerne, könnt auch da unten stehen bleiben, kommt einfach hoch, hier. So. Ja, Lutz, komm hoch, ein Schritt. Nicht auseinanderziehen, einfach auch irgendwann stehen bleiben. Das ist schön, jetzt geht die Kette sogar über die Birne rüber. Ich bin total begeistert. So. Da darf man dazwischen. Ich glaube, 50.000 Menschen sterben jeden Tag auf diesem Planeten. Ich finde, das alleine ist ein Grund, die Fresse zu halten und mal drüber nachzudenken, muss das so sein? Ich würde mich freuen, wenn die das bei unseren Regierungen fast 8 Stunden am Tag machen würden. Dann wären wir vielleicht weiter als bei dem Gelaber. Wir gehen hier als gutes Beispiel voran und ich fange an und halte die Klappe. Frieden schaffen kann nur, wer den Frieden in sich trägt. Ich danke euch. Ich könnte gerade anfangen zu heulen. Das ist unglaublich. Ja, das ist wirklich schön. Wir müssen nicht applaudieren nach einer Schweigeminute. Da sind wir einfach irgendwie. Aber was ich schön finde, ist, dass die Leute sich mal wieder an die Hand nehmen und sich gegenseitig berühren sozusagen. Weil die meisten Menschen haben heutzutage schon ein Problem mit einer Umarmung zur Begrüßung oder wie auch immer. Alles ist distanziert und kalt. Es ist nichts dabei, mal die Hand seines Nachbarn zu halten und einfach mal Verbundenheit zu zeigen. Das finde ich sehr wichtig. Nochmal vielen Dank für die Rede. Und ich hab nur ganz kurz einen geilen Beitrag gesehen, eine Minute in die Augen schauen. Da haben sich Leute vor ein Einkaufszentrum gesetzt und haben einfach angeboten, 60 Sekunden in die Augen zu schauen. Die Reaktionen dieser Menschen sind so beeindruckend. Okay. Absolut. Ganz kurz, ich möchte noch eine Sache erwähnen, bevor die Musik losgeht. Ich weiß nicht, ob schon angesprochen wurde. Aber wir haben natürlich immer noch einen unserer liebsten Fans, Jutta Ditfurth. Und die hat natürlich, wie es so sein sollte und muss,
ihren persönlichen Fotografen hierher bestellt, der schon den ganzen Tag Fotos von uns allen macht. Hallo. Ich will euch nur sagen, immer schön freundlich, ne? Also wir wollen ja Jutta Dittfurt gutes Material liefern, ne? Ich glaube, ein Videomann von ihr ist auch hier. Also ich meine, wenn sie für uns Werbung macht, besser kann es nicht sein. Und von daher, vielleicht lernt sie auch noch was. Könnte sie auf jeden Fall. Ich kann auch noch ganz viel lernen, aber das hat... Egal.